In meinem Vortrag geht es über die katholischen Netzwerke nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich sofort wieder installiert haben und sich gegenseitig gestützt haben und dadurch wieder wichtige Positionen mit Vertretern des katholischen Glaubens besetzt haben. Unter anderem geht es natürlich um die ersten Jahre der Münchner Philharmoniker und ihre Chefdirigenten und um eine unerwiderte Liebe, nämlich die Liebe Eugen Jochums zu den Münchner Philharmonikern. Er wollte immer Chef werden, er ist es nie geworden. Und ich spreche bei dieser Tagung über die Auslandstourneen der Berliner Philharmoniker vom späten 19. bis ins späte 20. Jahrhundert. Diese Auslandstourneen sind unter der Perspektive von Musik und Macht deshalb interessant, weil sie häufig einerseits entweder dargestellt werden als eine kulturdiplomatische Repräsentation, die letztlich in der universalen Sprache der Musik zur Völkerverständigung beigetragen hätte, oder gerade während des Nationalsozialismus der Propaganda des Regimes gedient hätten. Das Bild, das ich vorstelle, ist ein komplexeres, das insbesondere zeigt, wie die politische Bedeutung von Musik zwischen ganz verschiedenen Akteuren verhandelt wurde. Zwischen politischen und diplomatischen Stellen, aber auch zwischen Orchestermusikern und Dirigenten, wie Publika an politischen Deutungen der Konzerte partizipierten und welche Rolle etwa auch die Presse gerade im Ausland dazu spielte. Mit anderen Worten, etwa eine Aufführung von Beethovens Eroica konnte in Paris 1897, in Stockholm 1940 oder in Israel 1990 von außen ziemlich ähnlich sehen. Allerdings deuteten die verschiedenen Akteure in den jeweiligen politischen und sozialen und auch medialen Kontexten diese Aufführungen ganz unterschiedlich. In Paris ordnete sie sich ein in die Wiederanknüpfung der kulturellen Beziehungen nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Und insbesondere spielten dort noch auf französischer Seite antideutsche Ressentiments eine Rolle, die auf das Orchester projiziert wurden. In Stockholm 1940 wurde die Eroica unmittelbar nach dem deutschen Überfall auf Norwegen aufgeführt und wurde dort natürlich danach als eine aggressive, hegemoniale Geste interpretiert. Und in Israel 1990 thematisierte insbesondere die israelische Seite die neu beginnenden und sich neu konstituierenden Beziehungen zwischen Israel und dem sich im Wiedervereinigungsprozess befindlichen Deutschland. Und das zeigt also, wie auch ganz unterschiedliche, aber zum Teil auch dieselben Werke in unterschiedlichen Kontexten im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wieder neu mit politischer Bedeutung aufgeladen werden konnten, die nicht unbedingt den politischen oder diplomatischen Interessen auf der Senderseite entsprach.